Und damit herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Orient the Blind Forest hier auf dem Kanal. Wir sind unterwegs, haben gerade... Oh mein Gott, ist das laut! Haben gerade die Kletterfähigkeit oder Fertigkeit erlernt. Von der lieben Tatsu. Die uns jetzt mal direkt... So, wenn ich springe... Wie soll ich da denn jetzt rankommen? Wenn ich hüpfe? Ah, wenn ich jetzt hüpfe. Ah, versteht er? Das war sneaky. Aber wir haben es hingekriegt. Mal speichern einfach, damit ich ein bisschen Lebensenergie wieder kriege. Jetzt können wir klettern. Tschüssi. Okay, jetzt wahrscheinlich... Sneaky Moves hier. Sneaky Tactics, die hier fahren muss. Guck, jetzt will ich das machen. Okay. Ich muss mich noch so ein bisschen an das Klettern gewöhnen. Tut mir leid. Au, das war einfach nur dumm. Aber der Speichersprung hat diesmal funktioniert. Nicht wie beim letzten Mal, wo ich das Gefühl hatte, dass er irgendwie einfach nicht wollte. Tschüss! Einmal hüpfen. Nein, ich muss bei dem Hüpfen schon an das Ding ran. So. Jetzt haben wir hier das nächste, wenn ich jetzt hüpfe. Ne, dann bleibt das. Das ist echt schön gemacht. Was bringt mir das jetzt? Ich meine, so komme ich dann nicht hoch. Oh Gott! Oh Gott! So. Und jetzt ist die Frage... Okay. So, da, da. Und hier geht es nicht weiter hoch. Das ist wahrscheinlich nur zum Zurückkommen. Weil ich denke... Nicht da reinhüpfen, das nicht. Au! Ja, genau, mein Speicherpunkt, der, wo ich mich jetzt selbst betrolle. Ich denke, dass wir da oben von dem rechten Dingen nämlich uns runtergleiten lassen müssen, damit wir da rüberkommen. Siehste? War ein bisschen tricky Disco, aber haben wir hingekriegt. Okay. Bleib ich nochmal lieber hier, oder? So kommen wir da rüber. Spielstand gespeichert. Jetzt ist hier rechts offen. Aber da komme ich doch so niemals durch. Das zerstrahlt mich doch sofort. Ah! Schau mal einer an.
Was für ein tricky Level-Design. Zumal das jetzt hier entsprechend auch dann richtig gemein war. Also indirekt gemein. Weil du musstest, du hast dich davon baiten lassen, dass du diesen Doppelsprung so wie jetzt hier auch machst. Aber du musst sofort darüber. Aha. Wisse, nicht mit mir. Oh Gott, alles klar. Okay, ich bin tot. Verdammt. Okay. Aber schönes Level-Design. Muss man ja mal sagen. Also das haben sie echt gut designt. Das ist schön interessant gehalten. Nein. Ah, geil. Aber zumindest kann ich wieder den Reset, wollte ich eigentlich sagen, machen. So, jetzt hat es auch geklappt hier. Hier müssten auch so rüberkommen. Ich denke mal, dass man da vielleicht auch hätte hochkommen können mit den Schüssen. Aber das wollte ich jetzt nicht ausprobieren. Okay. Okay, das sieht jetzt ziemlich noch... Haben wir das? Doppelsprung haben wir noch als Möglichkeit. Nice. Jetzt sind wir hier, weil warum nicht? Das brauchen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit, um nachher wieder hier hochzukommen. Würde ich jetzt mal so schätzen. So, und damit sind wir hier unten angekommen. Falsche Taste. Falsche Taste für diesen Shot. Oh nein, da sind die Stacheln, da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Ich könnte gucken, was hier unten ist, aber ich will erstmal schauen, ob wir da oben hinkommen. Ja, aber noch ist hier nichts. Alles klar. Da kommen wir auch noch nicht durch. Aber hier ist das Schlüsselfragment. Also war das intuitiv schon mal der richtige Weg. Und hier haben wir auch den Eingang zu diesem, zu dieser Energiezelle gefunden. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Und denk daran, du kannst mit der Energie eine Seelenverbindung erzeugen und ein Spiel speichern. Das werden wir jetzt auch schon tun. Alleine wegen der Lebensenergie. Damit wir mal zeigen können, dass da unten wirklich kein Weg ist, den wir nutzen können. Auch das haben wir jetzt. Hm.
bin nicht sicher. Können wir da dran vorbei? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich setze mich mal ein kleines bisschen anders hin. Also, so richtig dran vorbei, würde ich jetzt sagen, kommt man nicht, aber... Haha! Okay. Alles klar. Sehr interessanter Sprung. Ich muss mal ganz kurz gucken hier. Das ist doch eine Idee. Ah, viel besser. Ich denke mal, dass er mich immer noch gut genug hört. Aber ich habe auch viel mehr Möglichkeiten, jetzt meine Hände für den Controller. Das war knapp. Aber es klappt schon mal. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich hier lang? Ich meine, muss ich wirklich so da lang mich sneaken? Ah, jetzt lass ich mich wieder mal sterben kurz. Okay. Das waren wirklich Skilljumps einfach nur, die du machen musstest. Nur in Anführungszeichen. Aber es hat funktioniert. Nein! Uri, nein, 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 nein. Böses Uri. Böse Gegner.
kommt wieder so ein Explosions-Heidi. Was ich mich jetzt frage, ist das hier wieder so ein... Das ist ein Reitschaden. Da hat sich jetzt was geöffnet. Ist klar. So. Das heißt, jetzt können wir hier unten dann... rein, um eben hier diese Energiezelle, also nicht Energiezelle, aber damit haben wir auch einen weiteren Punkt. Na guck mal, da hätte man sich auch durchdroppen lassen können, wenn man das denn gewusst hätte, aber wir müssen hier nach links. Also es wäre genau der Weg gewesen, wo ich hin wollte. Den ich aber so leider nicht habe nutzen können. Ich wette, dass das machbar gewesen wäre. Ich war doch einfach zu blöd dafür. So. Ich kann in einem nicht sicheren Bereich keine Seelenverbindung erzeugen. Dann mache ich es doch einfach hier. Der Fall noch, man sieht es noch, meine Precision ist on point. Mit den Strafattacken umgelenkt, da hätte ich es nicht damit gedacht, dass es funktioniert. Oder in Anführungszeichen so einfach dann damit funktioniert. Aber ich werde mich nicht beschweren. So, okay, es scheint schwer zu sein. Und ich kann es auch ablegen. Jetzt ist die Frage, also wir haben jetzt hier diesen Weg frei gemacht. Bringt uns natürlich nichts, weil wir einfach die Kugel nicht mitnehmen können. Weil die müssen wir offensichtlich hier lang mitnehmen. Okay. Kann ich das werfen? Okay, ich kann sie nicht werfen. Jetzt die Frage, soll mich das missguiden, dass ich rechts nicht lang kann, aber denke, dass ich da lang kann und in Wirklichkeit links lang muss? Nee, ne? Na nein. Das wäre zu einfach. Also müssen wir wirklich dann da entsprechend rechts an dieser schönen Stelle entlang. Wir haben hier immer noch keine Karte von. Der könnte uns... Oh Gott! Natürlich, hier geht das ganze Spiel dann weiter. Lass mich in Ruhe! Oh, nehmen wir es wieder mit. Oh, wir sind sogar schon da. Hallo, ich habe hier was für dich.
Nein, ich glaube, das muss da rein. Ja, genau. Uri, der Schlüssel zu den Elendsruinen. Das Gumo-Siegel wurde gefunden. Du hast das Gumo-Siegel gefunden. Mit diesem Schlüssel kannst du in die Elends- oder die Elendsruinen betreten. Ja, nice. Das Element des Windes findet sich tief in den Elendsruinen südlich von hier. Es ist nicht allzu weit und ich kann dir den Weg zeigen. Okay. Oh ja, das hört sich ja gut an. Ich finde das Gumo-Siegel, das im Nebelforst versteckt ist. Haben wir jetzt hier eine Karte für? Ja, haben wir. Da haben wir eine Kleinigkeit übersehen. Aber ich denke, jetzt nichts zu Wichtiges. Dann speichere ich mal. Und das war's für heute mit der Folge Ori and the Blind Forest. Wir sind ein Stück weitergekommen. Wir haben es geschafft, durch das Labyrinth durchzukommen, ohne zu sterben. Ich meine natürlich mit ein paar Mal sterben. Aber alles in allem sind wir doch gut vorangekommen. Wir können jetzt an Wänden klettern. Das ist super. Wir können jetzt entsprechend in den Nebelforst, um dort das Gumo-Siegel zu finden, was auch immer das sein soll. Wir sind echt gut dabei, habe ich das Gefühl. Und bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich habe den Teil jetzt echt sehr, sehr genossen, weil dieses Hin und Her und dieses Labyrinthartige, dieses Formen des Levels, habe ich schon ewig nicht mehr in Spielen gesehen, hat mir sehr gut gefallen. Aber wenn es euch gut gefallen hat, das ist viel wichtiger, lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da, lasst es mich wissen. Ich wünsche euch soweit noch einen schönen Tag, habt viel Spaß und bis zur nächsten Folge von Ori and the Blind Forest. Ciao!